Wir hatten jetzt zuletzt den Abschluss im Prinzip gemacht zum Indexbauen, also hatten uns so diesen Indizierungsprozess angeschaut, ohne dass wir dabei im Prinzip davon ausgegangen sind, dass wir die Kollektion noch erst uns holen müssen. Also Crawling, Akquise hatten wir sozusagen weggelassen, aber dann Text transformiert und einen Index draus gebaut, so diese Geschichte. Jetzt wechseln wir langsam auf die andere Seite, wo wir uns damit beschäftigen wollen, wie denn jetzt eigentlich der Index benutzt wird, um einem Nutzer oder einer Nutzerin der Suchmaschine des Retrieval-Systems denn eigentlich dann gute Dokumente anzuzeigen, also die relevantesten. Das heißt, wir sind jetzt im Abschnitt zu den Retrieval-Modellen. Retrieval-Modelle, wenn Sie sich erinnern, aus dem Überblick zu den Suchmaschinen, das sind im Prinzip die Funktionalitäten oder das Paradigma, nach dem die Suchmaschine entscheiden wird, welche Dokumente dem Fragestellenden oder zur Suchanfrage dann zurückgeliefert werden. Und dann gibt es eine ganze Menge. Wir werden ja sicherlich in dem Abschnitt dann erstmal gar nicht alle Sachen uns anschauen, aber sowas Wichtigeres wie BM25, da wollen wir uns drauf hinarbeiten und vielleicht auch noch sowas wie Language Model basiertes Retrieval, also Query Likelihood wird da das Stichwort sein. Die werden wir uns anschauen und auf dem Weg zu BM25 eben noch so ein bisschen was zu Vector Space Modellen und Binary Independence. Und alles, was dann so ein bisschen darüber hinausgeht, das kann man dann vielleicht später nochmal in einer fortgeschritteneren Vorlesung sich tatsächlich anhören. Gut, steigen wir also ein bisschen ein und fragen uns, was eigentlich das Retrieval-Modell macht. Naja, im Prinzip blickt so ein Retrieval-Modell auf Dokumente und auf Anfragen und soll dann entscheiden für diese Anfrage Q, welche Dokumente sollen zurückgeliefert werden. Und so ein Dokument hat verschiedene Sichten, die es quasi anbietet. Einmal könnte man das Dokument rendern und sich dann eben am Layout orientieren, also beispielsweise eine gerenderte Webseite, wie sie im Browser aussehen würde, oder ein PDF-Dokument, so wie es im PDF-Viewer aussehen würde. Eine zweite Sicht, die so ein Dokument aber auch noch hat, ist im Prinzip so eine Struktursicht oder so eine Art logische Sicht, wo dann im Prinzip bei einem LaTeX-Dokument beispielsweise die Grundlage sein könnte, dass man in den LaTeX-Code schaut und sagt, okay, was ist denn eigentlich? Ah, es ist ein Artikel, zweispaltig gesetzt, der Titel ist dieser, Autoren sind jene, Abschnitte sind die, die und die. Also im Prinzip mehr so das, wie man das, was hinter dem Rendering dann liegt, eigentlich in einer Markup-Sprache irgendwie ausdrücken würde. So könnte man sich das vorstellen. Und als drittes dann eigentlich die interessanteste Sicht, was es bedeuten soll. Also was steht denn eigentlich jetzt in dem Dokument drin? Das ist im Prinzip weder Layout noch Struktur, sondern das ist so der eigentliche Text, der in dem Dokument drin steht. Wir beschäftigen uns ja hier mit textbasiertem Retrieval. Und dann eben gegebenenfalls auch die Interpretation, die dieser Text eben erlaubt, beziehungsweise für welche Anfragen so ein Text dann zurückgeliefert werden sollte. Nicht ganz unwichtig ist natürlich trotzdem irgendwie das Layout, um dann sowas zu entscheiden, wie ist das denn ein sichtbares Stück Text, wenn man das Dokument rendert, sieht man den Abschnitt gleich oder sowas wie Struktur, wo vielleicht auch noch Metainformationen drinstecken. Und da hatten wir uns auch schon beim Indizieren länger drüber unterhalten, dass man im Prinzip entscheiden möchte, ja, was ist denn vielleicht fettgedruckt oder so. Aber am Ende kommt es schon auch ziemlich stark darauf an, was in dieser semantischen Sicht eines Dokuments steckt, also was eigentlich in dem Dokument selbst dann steht als Text, als Botschaft. Wenn man sich das Ganze so ein bisschen abstrakt vorstellt, gibt es also zwei Seiten. Einmal so die realen Dokumente, die irgendwie in dem Webcrawl beispielsweise sind, der indiziert wird. Und auf der anderen Seite so eine Art Dreieck, die Informationsbedürfnisse der Nutzer, die Nutzer dann irgendwie in Anfragen verpacken, also Suchanfragen. Und diese Suchanfragen können man versuchen, ein bisschen mehr zu formalisieren. Und wir wissen schon, so ein reales Dokument hat für uns als konzeptuelles Modell erstmal diese drei Sichten, die es anbietet. Also man könnte es rendern, sich anschauen, wie es tatsächlich optisch aussieht. Man könnte in den Source Code sozusagen schauen und fragen, was ist denn da so typisches Highlighting oder Abschnitte, die in dem Dokument wichtig sind. Und als der wichtige Teil, der dann auch fürs Retrieval eine große Rolle spielen wird, wahrscheinlich diese semantische Sicht. Also was steht denn da eigentlich drin und was soll das bedeuten? So, und die Frage ist jetzt, wo steckt hier eigentlich das Retrieval-Modell? Da müssen wir das noch ein bisschen
weiter uns anschauen, also im Prinzip die Frage vom Informationsbedürfnis zur Anfrage, zur vielleicht formalisierteren Anfrage, also in beispielsweise einer suchmaschineninternen umgeschriebenen Anfrage, die dann sowas adressiert wie gegebenenfalls Layout und auch die semantische Sicht. Irgendwo sehen wir jetzt noch nicht das Retrieval-Modell hier. Das hier unten, das macht der Nutzer. Das hier ist im Prinzip ja, das, was andere Nutzer gemacht haben, also Dokumente, die die da veröffentlicht haben, und die Frage ist, wo das Retrieval-Modell steckt. Na, dazu müssen wir im Prinzip erstmal fragen, wie das Ganze repräsentiert würde für die Suchmaschine oder im Prinzip in der Maschine, die dann das Ganze anbietet, also irgendwie rechnergestützt. Naja, man muss das Dokument selbst irgendwie repräsentieren. Also, was stecken da für wichtige Terme drin? Für gegebenenfalls dann eben auch sowas wie, wo ist das Layout so angelegt, dass ich irgendwas überhaupt sehe? Also, wenn man sich so beispielsweise seitenweise durch Dokumente durchklicken muss, dann sieht man halt immer gerade nur eine, und das, was 10 Seiten weiter steht, das sieht man noch nicht. Oder Struktur im Prinzip, was ist fett gedruckt, was sind Überschriften. Das alles wird irgendwie die Repräsentation des Dokuments ausmachen, und das erinnert Sie wahrscheinlich so ein bisschen daran, was wir uns überlegt haben, was in den Index kommen sollte. Also welche Indextherme kommen rein und gegebenenfalls auch schon sowas, Zusatzinformationen wie ist es fett gedruckt, ist es im Titel des Dokuments, und dann ist es wahrscheinlich wichtiger für das Dokument. Also das ist erstmal eine Art, das Dokument zu repräsentieren. Und der Unterschied, der jetzt hier entstehen wird, hier unten haben wir Dokumente D aus der Dokumentmenge Groß D, die dann jetzt hier, wenn sie repräsentiert werden, plötzlich fett gedruckt sind. Also Fettdruck heißt immer repräsentiert im Sinne der Suchmaschine. Genauso auf der anderen Seite, die Anfrage, die der Nutzer stellt, Klein Q aus Groß Q, also irgendeine Menge von Anfragen, die möglich sind, über dem Alphabet, was sozusagen erlaubt ist, Anfrageoperatoren und Terminologie, also Vokabular, was benutzt werden kann. Das Ganze wird natürlich auch repräsentiert, also die Anfrage selbst muss auch irgendwie repräsentiert werden. Und grundsätzlich ist schon eine Idee, dass diese beiden Repräsentationen irgendwie was miteinander zu tun haben sollten, damit ich sie auch irgendwie übereinander auf Deckungsgleichheit überprüfen kann. Jetzt sehen wir aber immer noch nicht das Retrieval-Modell, das kommt dann langsam dazu, dass man eben sagt, okay, basierend auf diesen Repräsentationen der Dokumente und der Anfrage selbst wird man eine Relevanzbewertung durchführen wollen. Was man dazu benutzt, ist vielleicht auch so ein bisschen linguistische Theorie, die eben sagt, okay, welches sind denn wichtige Terme, was bedeutet es, wenn irgendwie vielleicht auch eine Negation davor steht oder solche Geschichten. Also, dass man einfach versucht, mit diesen Repräsentationen zu arbeiten und eine Relevanzbewertung, RAW wie Relevance, also das griechische R sozusagen oder das, was nach R klingt, ausgewählt. Und diese Relevanzbewertung, das ist ja jetzt das Entscheidende, was uns irgendwie schon danach klingt, wie die Dokumente werden sortiert zurückgegeben nach ihrer Relevanz. Okay, wo ist die Retrieval-Modalität, das Retrieval-Modell hier selbst? Na, im Prinzip ist es dieser Block hier rechts oben, dass man sagt, wie repräsentiert man Dokumente? Das ist im Prinzip ein Teil des Retrieval-Modells. Das können verschiedene Retrieval-Modelle unterschiedlich handhaben. Wie repräsentiert man Anfragen? Auch ein wichtiger Teil des Retrieval-Modells, der dann auch dazu führt, dass man unterschiedliche Retrieval-Modelle voneinander trennen kann, beispielsweise nur basierend auf der Repräsentation der Anfrage. Und ganz wichtig, was für eine Funktionalität wird benutzt, um Relevanz zu bewerten, und wie viel linguistische Theorie ist da beispielsweise mit drin. Also die drei Komponenten: Dokumentrepräsentation, Anfragerepräsentation und diese RAW-Funktion, die dann die Relevanzbewertung durchführt. Das ist im Prinzip das, was wir unter einem Retrieval-Modell verstehen wollen. Wenn man das Ganze nochmal formaler definiert, also was ist jetzt ein Retrieval-Modell und was ist die Relevanzfunktion? Also wir haben irgendwie zwei Mengen, Groß D und Groß Q von Dokumenten und Anfragen, und das Retrieval-Modell, was so ein kalligraphisches R jetzt dann immer sein wird in den nächsten Folien in diesem Abschnitt hier, das ist dann ein Retrieval-Modell, was ich im Prinzip anlegen möchte oder erklären möchte für diese Mengen Groß D und Q. Und das Retrieval-Modell selbst ist ein Triple, basierend aus Fett D, Fett Q, also den Repräsentationen für Dokumente und Anfragen, und dieser Funktion RAW. Fett D selbst, also das ist die Repräsentation der Dokumente, da muss man im Prinzip wissen, wie diese Informationen aus den drei Sichten, die man auf ein Dokument haben kann, Layout, logisch und semantische Sicht, wie die in so einer Repräsentation eines Dokuments enden. Und entsprechend Groß Fett Q, die Art, wie man Anfragen repräsentiert. Auch da gibt es unterschiedliche Ideen, werden wir dann später bei den konkreten Retrieval-Modellen uns genauer anschauen.
Und als letztes eben die tatsächliche Relevanzfunktion, dieses Row, was auf repräsentierten Anfragen und Dokumenten dann arbeiten kann. Im Prinzip möchte ich mit diesem Row einfangen, wie relevant ein Dokument für eine Anfrage ist, über eben das Berechnen von einem Retrieval Score auf den Repräsentationen der Anfrage und des Dokuments oder der Dokumente. Und am Ende wird also Row abbilden von Tupeln aus Anfrage und Dokument auf einen Relevanzscore, reelle Zahl beispielsweise. Die Werte, die dieses Row ausrechnet, die werden wir dann Relevanzwerte oder Relevanzscores nennen. Und im Prinzip ist es das, was uns dann am Ende helfen wird, Dokumente als Suchmaschine, als Retrieval-System nach einer Wichtigkeit oder nach ihrer Relevanz für die Anfrage zu ranken, wobei man üblicherweise davon ausgeht, dass höhere Scores bedeuten, dass das Dokument wichtiger ist, also weiter oben im Ranking auf einem schneller sichtbaren Rang zu stehen. Weiter oben im Ranking heißt ja im Prinzip, dass die Rangziffer selbst, also der Rang, auf dem es steht, kleiner ist. Rang 1 ist kleiner als Rang 2, aber eben wichtiger. Also das erstplatzierte Dokument sollte das mit dem höchsten Score üblicherweise sein. Wenn man jetzt sagen sollte, was also das Retrieval-Modell dann selbst einfängt über diese Repräsentation und diese Relevanzfunktion, es ist im Prinzip immer irgendwie eine Art, über Relevanz und Retrieval nachzudenken. Ein Paradigma, wie man sagen würde, dieses Dokument ist für diese Anfrage besonders wichtig und das Ganze in einem Score einfangen möchte. Dazu kann man eben auch Linguistik mit dazu nehmen, linguistisches Wissen. Wir hatten uns schon so ein bisschen immer über bestimmte Terme unterhalten, die vielleicht wichtiger oder weniger wichtig sind, je nachdem, wie oft sie vielleicht auch in anderen Dokumenten vorkommen oder was für eine Funktion ein Term beispielsweise hat, also ob das eher ein Funktionswort ist oder nicht. Und das möchte man im Prinzip in so einem Retrieval-Modell dann auch einfangen und möglichst viel, vielleicht auch Weltwissen mit reinnehmen, weil man dann die Hoffnung hat, dass die Sortierung dann immer besser wird, wenn man das alles in die Relevanzfunktion packen kann. So ein paar Bemerkungen noch dazu. Im Prinzip ist es so, dass ich in der Dokumentrepräsentation dann von dem Dokument selbst abstrahiere, also von der eigentlichen Textform und wie es gelayoutet ist, weggehe und vielleicht eher dazu übergehe, das Ganze in einen Vektor zu packen oder sowas oder auch einfach nur Fingerprints zu nehmen, also kleine Ausschnitte aus dem Dokument oder so. Das Retrieval-Modell selbst ist dann immer eine Art Theorie, wie Menschen über Informationsbedürfnisse denken könnten, also was sie als relevant erachten könnten. Und verschiedene Retrieval-Modelle implementieren dann in Anführungsstrichen eben verschiedene Ideen, was Relevanz bedeutet. Wir werden hier so ein paar kennenlernen, also beispielsweise das Vektorraum-Modell oder das Binary Independence Model, LSI, Latent Semantic Indexing, schauen wir uns vielleicht nicht an, gibt ein paar Folien dazu, wenn Sie da Interesse haben, können Sie genauer reingucken, aber eben auch sowas Sprachmodellbasiertes oder so, das werden wir uns sicherlich auch noch ein bisschen genauer anschauen. Manchmal liest man auch statt Retrieval-Modell sowas wie Retrieval-Strategie. Ich denke, ich werde mich hier eher in der Vorlesung an dem Begriff des Retrieval-Modells orientieren. Und grundsätzlich halten wir fest, dass schon sowas wie Layout und Struktur auch in gewisser Weise eine Rolle spielt, dass man eben sagt, wenn was fett gedruckt ist oder so, dann ist es irgendwie vielleicht mit einem höheren Gewicht versehen bei der Repräsentation eines Dokuments. Aber grundsätzlich arbeiten die Retrieval-Modelle eigentlich, oder das wäre ihr Ziel, eigentlich auf der semantischen Sicht. Also was steht denn eigentlich in dem Dokument? Und naja, Semantik klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu abgehoben, weil so richtig verstehen kann man wahrscheinlich nicht immer als Maschine, was in dem Dokument eigentlich steht. Also verstehen im Sinne, wie wir Menschen das Wort benutzen würden. Aber es ist schon in gewisser Weise die semantische Sicht, dass man sagt, wir orientieren uns eher an dem Inhalt als daran, wie der Inhalt eigentlich tatsächlich repräsentiert wird, ob da jetzt viele Bilder drin sind oder so. Ja, Fu hat dann auch nochmal gesagt, dass man im Prinzip diese Repräsentation auch selbst nochmal als Funktion angeben kann. Das machen wir jetzt hier aber eigentlich ja nicht explizit, sondern wir sagen einfach für die verschiedenen Retrieval-Modelle dann, wie die Repräsentationen im Prinzip aussehen, welche Terme berücksichtigt werden und wie die sozusagen angeordnet werden, beispielsweise als Vektor oder als Fingerprint oder so. Wenn man sich das Ganze anschaut und sich überlegt, naja, im Prinzip Information Retrieval, wenn Sie sich erinnern, der Begriff ist ja so Ende, Mitte der 50er so ein bisschen so aufgekommen. Die ersten Ideen, wie man quasi
modellieren könnte, was Relevanz bedeutet. Also die ersten Ideen für Retrieval-Modelle sind dann tatsächlich auch so Ende der 50er, in den 60ern entstanden. Das allererste, sowas wie das Boolesche Retrieval-Modell, das werden wir uns ein bisschen im Detail nochmal anschauen in den kommenden Abschnitten. Wir schauen uns das Vector-Space-Modell an, was so Mitte der 70er entstanden ist. Wir schauen uns auch das Binary Independence Model an, auch so aus den 70ern. Ein bisschen genauer werden wir uns auch noch Best Match anschauen. Das ist das, was quasi BM25 dann wird, also BM für Best Match. Und wahrscheinlich gucken wir uns auch noch ein bisschen so diese sprachmodellbasierten Sachen ein bisschen genauer an, die dann eher so Ende der 90er um das Jahr 2000 rum dann so bisschen entstanden sind. Heutzutage gibt es natürlich auch sehr aus den aktuellen Entwicklungen im maschinellen Lernen inspirierte Sachen, sowas wie Doc2Vec, dass man also irgendwie ja, Einbettungen von Dokumenten versucht zu benutzen und so weiter. Das sind dann aber wahrscheinlich Themen, die wir eher in einer fortgeschrittenen Vorlesung dann gegebenenfalls nochmal uns genauer anschauen werden. Hier also erstmal so ein bisschen der Überblick über die vielleicht oder eine Auswahl der wichtigeren Retrieval-Modelle aus der Geschichte, die so irgendwie inspirierend für andere waren oder eben auch ein bisschen zeigen, wie man auf unterschiedliche Art über Relevanz nachdenken kann. Und die ganzen Retrieval-Modelle lassen sich im Prinzip in drei verschiedene Klassen einsortieren. Also einmal sowas wie empirische Modelle, also wie probabilistische Modelle und Sprachmodelle. Und aus diesen drei Klassen werden wir uns jeweils ein paar Vertreter eben angucken, also Boolesch und Vector Space aus den empirischen, Binary Independence und Best Match aus den probabilistischen und sprachmodellbasierte Retrieval-Modelle aus dem Bereich der sprachmodellinspirierten Varianten. Wenn man das Ganze nochmal anders sich anschauen wollte und sagen will, naja, ich will es nicht historisch sehen oder in diesen drei Ebenen empirisch, probabilistisch oder Sprachmodell inspiriert, gibt es noch eine andere Sicht, wie man über Retrieval-Modelle nachdenken kann, nämlich danach, wie sie Dokumente modellieren. Und da gibt es einmal die dekonstruktiven Modelle und die rekonstruktiven Modelle. Also die dekonstruktiven sind einfach, man hat die Dokumente gegeben und sagt, naja, eigentlich interessiert mich die Reihenfolge gar nicht mehr so richtig, in der die Wörter in dem Dokument stehen. Das heißt, man schmeißt die alle in so einen Bag of Words, also in so einen Wörtersack und interessiert sich eigentlich nur noch dafür, wie oft so ein Term in so einem Dokument vorkommt. Gegebenenfalls natürlich noch, erinnern Sie sich dran, wir haben auch schon Positionen noch mit in den Index immer mal aufnehmen wollen. Es ist schon auch irgendwo wichtig, an welcher Stelle es steht, aber dann eher nur meistens so lokal gedacht, ob zwei Wörter in dieser Reihenfolge als Phrase in einem Dokument vorkommen oder nicht. Also die Grundidee bei Bag of Words ist, eigentlich interessiert uns nicht die ganz konkrete Anordnung der vielen Wörter in einem Dokument, sondern nur die Häufigkeit. Und deswegen so eine Art Bag of Words, man könnte auch Urnenmodell oder so dazu sagen, man denkt sich das immer so als Sack, in den man dann reingreift und eben nach der Häufigkeitsverteilung entsprechend irgendwie Terme ziehen würde und in welcher Reihenfolge die dann tatsächlich vorkommen, nicht so interessant. Das Ganze führt dann zu so einer Art Term-Dokument-Matrix, die kommt Ihnen wahrscheinlich noch bekannt vor, als wir über den Aufbau eines Index gesprochen haben und uns gefragt haben, warum heißt das denn invertierter Index dann auch. Das ist so die Grundidee, dass man einfach nur nach den Häufigkeiten erstmal schauen würde. Sowas könnte man dann, wenn es hier also tatsächlich nur drei Terme gibt, also in 3D repräsentieren und sagen, also so viele Dimensionen, wie die Terminologie hat, so viele Indexterme, wie ich habe, so viele Dimensionen brauche ich zum Darstellen. In dem Fall hier hätte ich erstmal nur drei, könnte ich also diese Dokumente, die dann hier alle sind, als Punkte irgendwie in diesem 3D-Raum anordnen und sagen, okay, dieses Dokument D1 ist dann eben einer dieser Punkte hier. Man könnte dann auch mit dieser 3D oder eben einer gegebenenfalls sehr hochdimensionalen Variante, wenn Sie sich überlegen, dass das Vokabular ja schnell mal ein paar hunderttausend Terme groß werden kann, da ist man im Bereich von hunderttausenden Dimensionen, dann möchte man manchmal die Dimensionalität ein bisschen reduzieren. Da gibt es dann Technologie für, die eben beispielsweise hier in dem Fall von drei auf zweidimensional runterbricht oder eben dann von vielen hunderttausend Dimensionen auf vielleicht wenige tausend Dimensionen. Das wäre im Prinzip das, was dekonstruktiv wäre. Also aus dem eigentlichen Dokument irgendwie eine Repräsentation machen, die man sich vielleicht als so eine Art Vektorraum etwa vorstellen könnte. Aber gegebenenfalls auch einfach nur als Einbettung in irgendeinen anderen Vektorraum. Das Ganze dann eben sich auf ein
Dokument, aber wenn ich dann eine Kollektion von Dokumenten habe, die wir üblicherweise durch so eine Art Zylinder darstellen, wenn ich eine Kollektion von Dokumenten habe, habe ich eben immer nicht nur ein Dokument, sondern dann viele, also viele Punkte in dem Vektorraum oder in dieser Einbettung hier. Rekonstruktive Modelle sind dann wieder genau andersrum gedacht. Die sagen eben, okay, ich habe irgendwie so eine Art Back of Words, also irgendeine Verteilung, aber nicht Back of Words, sondern so Back of, Back of, Back of Words und frage als erstes mal, was möchte ich denn beispielsweise für eine Verteilung von Themen in meinem Dokument haben? Also ziehe ich hier irgendwie ein so ein Säckchen aus diesem großen Sack raus und dieses Säckchen soll mir jetzt sagen, okay, ich habe jetzt möchte ein Dokument erstellen im Prinzip, was aus drei Topics besteht. Und für diese drei Topics weiß ich dann jeweils durch dieses nochmal enthaltene Säckchen oder die nochmal enthaltene Urne, mit welcher Verteilung für das Thema Sport beispielsweise Terme vorkommen würden oder für das Thema Politik Terme vorkommen würden oder für das Thema Wirtschaft Terme vorkommen würden. Und am Ende habe ich dann irgendwie durch das Ziehen aus diesem Säckchen, aus dem ich das Dokument erstellen will, ziehe ich halt immer für das nächste Wort erstmal das Topic, aus dem ich ziehen will, und aus dem Topic selbst ziehe ich dann das Wort, habe ich am Ende ein Dokument sozusagen erstellt, wobei das jetzt nicht unbedingt grammatikalisch korrekt sein muss, also nicht unbedingt Sätze, die dann erstellt wurden, aber in ihrer Häufigkeitsverteilung sollen dann am Ende die Wörter, die in diesem Dokument hier stehen, also für so eine Art Thema oder Mischung von Themen stehen. Das ist eine ganz andere Art, über Dokumente nachzudenken, indem man eben sagt, ich fange nicht beim Dokument selbst an, sondern ich fange bei einer hypothetisch angenommenen Verteilung von möglichen Topic-Verteilungen an und aus den Topic-Verteilungen ziehe ich dann irgendwie die Verteilung der eigentlichen Terme. Die ersten Modelle, die wir uns jetzt immer anschauen werden, die sind also eher in dieser dekonstruktiven Schiene, dass man immer sagt, man geht von dem Dokumenttext selbst aus, also das, was man vielleicht auch intuitiver finden würde, aber es gibt auch Retrieval-Modelle, die eben im Prinzip genau andersrum vorgehen und sagen, ich schaue mir erst an, was es wahrscheinlich so an Wortverteilungsfunktionen gibt, also irgendwelche Wahrscheinlichkeiten und aus den Wahrscheinlichkeiten baue ich dann Dokumente zusammen und frage, wie gut so ein zusammengebautes Dokument beispielsweise zu einem Dokument passt, was ich für eine Anfrage bewerten möchte oder so. Und je besser das passt, desto weiter oben im Ranking für die Anfrage sollte es stehen. Also irgendwie gibt mir so eine Anfrage vielleicht so diese erste Verteilung vor oder auch diese Verteilung hier nur vor. Und dann frage ich mich, wie gut passen denn die einzelnen Dokumente tatsächlich zu der Verteilung, die die Anfrage hypothetisch annimmt. Eine ganz andere Art im Prinzip da drauf zu schauen, weil beim Dekonstruktiven zerlege ich also das Dokument irgendwie oder die Dokumente. Beim Rekonstruktiven, da fange ich an, über irgendwelche Wahrscheinlichkeitsverteilungen zu gehen und dann Dokumente draus zu bauen und eben zu fragen, wie gut diese Dokumente gegebenenfalls zu denen passen, die ich tatsächlich beobachte. Und je besser, desto weiter oben sollte es gerankt werden. Ja, so viel erstmal als ein allgemeiner Überblick, was das eigentlich bedeutet, ein Retrieval-Modell als Begriff und wieso die verschiedenen Sichten sein können, die so ein Retrieval-Modell hat, beziehungsweise auch die verschiedenen Paradigmen, die so einem Retrieval-Modell zugrunde liegen, um auf diesen Begriff der Relevanz tatsächlich zu schauen und dann entsprechend die Dokumente danach auch zu zerlegen. In den folgenden Abschnitten in diesem größeren Teil der Vorlesung werden wir uns dann tatsächlich mit konkreten Relevanzmodellen beschäftigen, aber so viel erstmal für die allgemeine Einleitung zu diesem Vorlesungsabschnitt. Danke.